Willkommen zurück bei Let's Play Star Ocean The Second Story. Ich bin Maso 15 und beim letzten Mal haben wir das Feld der Intelligenz abgeschlossen, haben komische Schneemänner und Affen verprügelt. Und gehen jetzt hier rein mit einer Einzelaktion. Okay, treffen wir uns später wieder hier. So, mal schauen, ob ich irgendwo eine finde. Hui, ein Schneemann. Ja. Leon? Warum geht ihr nicht draußen spielen? Draußen ist es mir zu kalt. Jo. Kann man verstehen, denke ich mal. Ist nichts. Gehen wir mal hier rein. Hier ist, glaube ich, was. Ja, genau. Oh, wer magst du wohl sein? Entschuldigung, ist dies Nulls Haus? Gute Güte, bist du ein Bekannter von Professor Null? Nun ja. Wirklich? Entschuldige bitte, ich heiße Schermes. Ja, gute Frage, wie das ausgesprochen wird. Ich studiere bei Professor Null. Könnt ihr mir Kommentare schreiben, wie es ausgesprochen wird? Dann schreibt alle den Namen dahin und dann... Ja, weiß ich es immer noch nicht. Ich gehe so gleich den Professor holen. Professor, Professor Null, du hast einen Gast. Ja. Okay. Bitte tritt ein. Nun ja, vielen Dank. Oh, hallo Cloud. Entschuldige, dass ich einfach so reinplatze. Das macht doch nichts. Ich hol dir eine Tasse Tee und mache es dir gemütlich. Oh, bitte lass mich den Tee holen. Danke, Schermes. Das ist sehr nett von dir. Null, wer war das? Und mein Schermes? Vor langer Zeit war sie meine Studentin. Seit ich aus der Universität ausgeschieden bin, um für die Forschung herumreisen zu können, kommt sie oft herüber und kümmert sich um alles, so wie jetzt. Wow, sie ist eine Wucht. Ja, allerdings, sie war mir schon oft eine große Hilfe. Obwohl ich mich natürlich gerne verwöhnen lasse, meine ich doch, dass sie bald eine eigene Familie gründen sollte. Als ich sie danach gefragt habe, hat sie da bloß gelacht und das Thema gewechselt. Null, du hast sie tatsächlich danach gefragt? Hä? Natürlich, warum fragst du? Ach, nichts. Da fällt mir etwas ein, Cloud. Was hieltest du davon, wenn ich dich Schermes vorstelle? Ich hielte das für sehr vielversprechend. Ich hätte keine Bedenken, sich jemanden wie dir vorzustellen, Cloud. Null, meinst du das im Ernst? Hä? Natürlich meine ich das ernst. Was ist schon dabei? Ach, nichts. Sie ist ein wirklich feines Mädel. Ja, klasse. Der will uns mit ihr verkuppeln. Du gehst schon wieder? Warum bleibt ihr nicht noch ein wenig? Jo. Das war die Einzelaktion. Null kapiert wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist die auf in Null verknallt, aber naja. Also dann, ich melde mich bei der nächsten Einzelaktion. Bis gleich. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier eine ist. Cloud fragte, Kisado, was machst du da? Oh Cloud, ich mache mich gerade ein wenig über die Geschichte von Energienede schlau. Toll. Ja, das scheint einer zu sein. Nicht, dass ich Bürgermeister Nahl keinen Glauben schenkte, aber für ein objektives Urteil reicht eine einzelne Sichtweise der Dinge nicht aus. Was hier steht, spiegelt ganz wieder... spiegelt offenkundig die Sicht der Nedianer wieder, entspricht also nicht unbedingt den Tatsachen. Trotzdem, es ist immer noch besser als gar nichts, oder? Oder nicht? Das möchte ich annehmen. Hast du etwas rausgefunden? Naja, was Bürgermeister Nahl sagte, trifft im Großen und Ganzen zu. Sicher ist, dass sich das ganze Einflussgebiet von Nede vor sehr langer Zeit auf über 70% der gesamten Galaxie erstreckte. Das Verhältnis zwischen Herrschern und Beherrschten scheint ein freundschaftliches gewesen zu sein. Natürlich wissen wir nicht, was die andere, also die zur Koexistenz gezwungene Seite dazu sagen hat. Da müssten wir sie schon selber fragen. In dieser Hinsicht ist es fast genauso wie bei der Erdföderation, nicht? Aua, das tut weh. Naja, lassen wir das lieber mal außen vor. Was unser Problem anbelangt, habe ich etwas recht Interessantes herausgefunden.
Vor etwa 3,7 Milliarden Nedeljahren wollten die 10 Weisen die Herrschaft über die Galaxie übernehmen, so dass es zum Kampf zwischen ihnen und den übrigen Nedianern kam, die sich ihnen entgegenstellten. Die 10 Weisen wurden besiegt und in ein Gefängnis eingeschlossen, in dem die Zeit stillsteht. Kannst du mir soweit folgen? Es ist genauso, wie Nal sagte. Ja, schon, aber das Wichtige kommt erst noch. Mich wundert, dass in allen den vielen Büchern zum Thema immer wieder das Gleiche steht. Wie meinst du das? Sieht man von den abweichenden Formulierungen ab, ist der Ablauf der Ereignisse in allen Büchern genau gleich beschrieben. Die 10 Weisen wollten die Herrschaft über die Galaxie übernehmen, daraufhin kam es zum Kampf, sie wurden besiegt und in ein Gefängnis eingeschlossen, in dem die Zeit stillsteht. Das ist im Grunde alles. Verstehe, das ist in der Tat recht ungewöhnlich. Genau, normalerweise würde man erwarten, dass Ereignisse der fernen Vergangenheit in verschiedenen Quellen unterschiedlich dargestellt und bewertet werden. Ich kann mir diese völlige Übereinstimmung nur so erklären. Irgendjemand muss sämtliche Quellen nachträglich umgeschrieben haben, um die Wahrheit zu vertuschen. Sehr interessante Theorie. Dann steckt also doch mehr dahinter. Also, wollte Nal uns in das Licht führen? Das glaube ich nicht. Woher sollte Bürgermeister Nal wissen, dass bei der ganzen Geschichte eben mehr dahinter steckt? Wie dem auch sei, es gibt keine Möglichkeit, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Ohne Quellen kann ich da überhaupt nichts machen. Jo. Was auch immer in der Vergangenheit geschehen sein mag. Zum Beispiel der 10 Weisen, ach egal. X will zu vernichten und die Galaxie zu beherrschen, ändert sich nichts. Der Feind, den es zu bezwingen gilt, bleibt letztendlich immer derselbe. Ja, okay. Sehr interessante Theorie von Kisado. Wir sehen uns bei der nächsten Einzelaktion. Bis dann. So, da sind wir. Und diesmal ist gleich was mit Pratsis. Hey Cloud, komm, wir spielen Verstecken. Was? Oh nein. Warum muss ich Verstecken spielen? Hast du mir das nicht im Dorf Mars versprochen? Ist mir gerade wieder eingefallen. Warum musst du dir das ausgerechnet an so einem kalten Ort wie einfallen? Was? Hast du was gesagt? Nein, nein, nichts. Okay, Cloud, dann bist du dran. Yay! Ah, klasse. Ich will nicht Verstecken spielen. Echt nicht. Dann lass es halt. Okay, so, Herr Pratsis. Hier ist Leon. Hier ist nicht. Können wir nicht ein Spiel spielen, bei dem es etwas zu denken gibt? Ich kannte das ehrlich gesagt auch nicht. Wahrscheinlich habe ich nie Pratsis versprochen, Verstecken zu spielen. Ich kenne diese Sequenz nicht. Sagst du mir irgendwas? Cloud, du rennst die ganze Zeit rum. Bist du wohl im Jahr des Hundes geboren? Aha. Hier sehe ich es auch nicht. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt irgendwo hinter irgendeinem Fass oder sowas suchen muss. Hier. Hier ist nur Null. Worum geht es gut? Ja, okay. Der eine friert halt, weil es ein Feuerdrache ist, und der andere der Eisdrache, dem geht's gut. Hast du Pratsis gefunden? Nee, noch nicht. Hey, Cloud! Oh. Was ist jetzt? Orena, hast du Pratsis gesehen? Oh, da ist er. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Sie ist ganz schön schnell. Ja, sie rennt hier nur uns hin und her. Okay. Und rennt gegen einen Pfeiler. Gegen eine Säule. Okay. Aber sie ist ein wenig schusselig. Rena, hast du was? Nein, es ist nichts. Okay, gut. Ich suche da mal nach Pratsis. Klar, okay. Okay, ist irgendwo nach rechts gerannt. Hier rein. Ne. Oh, wo könnte es hin sein? Hier. Ah, da. Da ist es doch. Okay.
Ja. Kann ich die nicht finden oder... Hä? Du, Typi. Stell dich mal in den Weg. Los, ich schieb dich mal in den Weg. Schneid dir den Weg ab. Wie soll ich denn das jetzt machen? Scheint immer so zu sein. Oh, jetzt ist er weg. Okay. Dann ist er jetzt wahrscheinlich woanders hin. Nö. Ich auch nicht. Nein. Nein, auch nicht. Feenglas erhalten. Okay. Hier ist aber auch nicht. Geht's nicht rein, hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier ist er nicht. Hast du Pratt ist gefunden? Nee, noch nicht. Und geht es gut, aber Joko, ja gut. Ah. Haha. Kreisch, du hast mich gefunden. Du bist ganz schön clever, Cloud. Ich habe dich gefunden. Für heute reicht's mit dem Versteckspiel. Ja, das war echt lustig. Oh ja, allerdings, ich habe das hier in meinem Versteck gefunden. Ich schenke es dir, Cloud. Erhalt eine Atombombe. Sie hat in ihrem Versteck eine Atombombe gefunden. Warum liegt da eine Atombombe rum? Ah, was für ein Spaß. Warum liegt im Versteck von Pretzis eine Atombombe? Okay. Atombombe ist ein sehr interessantes Objekt. Wenn man es einsetzt, werden alle Monster, glaube ich, auf 1 HP runtergesetzt. Und aber auch du selbst, also. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Feld der Intelligenz im Osten liegt. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das funktioniert auf richtige Gegner. Naja, okay. Ich melde mich bei der nächsten Einzelaktion. Okay, Leute, ich habe nichts weiter gefunden. Ich habe gehofft, dass hier in diesem Lernseminarraum die eine Sequenz kommt, die ich erhofft hatte. Aber sie kam nicht. Ja. Somit haben wir erstmal einige Einzelaktionen, die für mich hier verfügbar sind, abgeschlossen. Das heißt, wir sind hier erstmal fertig. Wir müssen als nächstes zum Feld der Macht, das werden sie uns auch gleich wieder nochmal sagen. Ja. So. Liegt das Feld der Macht nicht in den Bergen südlich von hier? Jo, tut es. Wir gehen noch kurz hin. Und davor werde ich dann den Part beenden. Und erstmal eine kleine Pause einlegen. So, ich habe ja schon gezeigt, wo es ist. Es ist hier. Wir müssen dann hier rein. Und das hier ist dann das Feld der Macht. Wow. Na ja, okay, da wollte ich jetzt eigentlich nicht so weit rein, aber naja. Der Runencode. Ist dies das Feld der Macht? Was für ein großer Berg. Es ist ein bisschen kalt, meine Lieben. Ja, man hilft nicht. Los, lass uns da hochklettern. Jo, das tun wir dann im nächsten Part. Ich bin Mase15. Das war Let's Play Star Ocean The Second Story. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.